Der letzte Mega Man-Teil auf den Game Boy erschien bei uns relativ spät und ist dadurch natürlich auch relativ selten. Der Preis heutzutage für den Vorgänger ist ja schon recht heftig, aber dieser wird noch hier einmal getoppt. Wenn ihr es in eurer Sammlung haben wollt, müsst ihr also sehr tief in die Tasche greifen. Aber ist es auch gut? Was taugt Mega Man 5 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde natürlich von Capcom entwickelt. Bei uns wurde es erst 1996 von Laguna veröffentlicht, während Japan und die USA es schon 1994 bekommen haben. Dort wurde es natürlich auch von Capcom selbst veröffentlicht. 2014 erschien es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS und ist auch Teil der Mega Man Anniversary Collection auf den Game Boy Advance. Das grundsätzliche Gameplay von einem Mega Man Spiel muss ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Aber kurz zusammengefasst, ihr kämpft gegen verschiedene Roboterbosse, hier Star-Droids genannt, die ihr in freier Reihenfolge auswählen könnt. Jeder bringt ein ganz eigenes Levelthema mit und ihr bekommt eine ganz spezielle Waffe, sobald ihr ihn besiegt habt. Andere Bosse sind dann besonders anfällig gegen diese Waffe und so kämpft ihr euch voran, sammelt Waffen und kommt so den Fiesting Dr. Wily näher. Auch klassisch, nachdem ihr die ersten 4 Star-Droids besiegt habt, kommen dann auch noch weitere. Aber jedes Mega Man Spiel hat natürlich auch etwas Neues dabei. Hier ist es die verbesserte Standardwumme. Wenn ihr diese einmal aufgeladen habt, schießt ihr nicht wie bisher nur ein Projektil, sondern eine Faust, die wieder in einem Bumerang wieder zurückkehrt. Mit einem Upgrade könnt ihr sogar Gegner und Gegenstände greifen. Eine sehr nette Neuerung. Außerdem wurde natürlich auch das vom Vorgänger eingeführte P-Chip-System beibehalten und sogar ausgebaut. In den Leveln könnt ihr immer diese P-Chips einsammeln und dann zwischen den Stationen in Dr. Lights Werkstatt gegen Upgrades eintauschen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ausgebaut? Das gab es doch so schon im 4. Teil. Hier gibt es viel mehr sinnvolle Power-Ups, die ihr euch holen könnt und da ist es auch sinniger. So viel also dazu. Die Levels sind, wie von der Serie nicht anders zu erwarten, wieder einmal hervorragend gestaltet und strotzen nur so vor Abwechslungsreichtum. Das bezieht sich im Übrigen auch auf die Gegnervielfalt. Selten habe ich so viele verschiedene Gegnertypen mit einzigartigen Bewegungs- und Angriffsmustern in einem Level auf dem Gameboy gesehen. Ich war beim Spielen immer wieder neugierig, was sich hinter wohl der nächsten Ecke verbirgt. Langeweile kommt hier definitiv nicht auf. Das zählt auch für die Bosse, die alle super gestaltet sind und auch sehr interessante Taktiken zum Besiegen verlangen. Der Schwierigkeitsgrad ist, wenig überraschend, relativ hoch angesetzt, aber das ist natürlich typisch für die Serie. Euer Spielfortschritt wird in der Form von Passwörtern festgehalten. Hier habe ich aber analog zum Vorgänger eine kleine Meckerei, diesen recht fummelig einzugeben. Auf der technischen Seite ist es wohl das beste Mega Man Spiel auf dem Game Boy. Die Grafik ist einfach nur fantastisch, hat allerdings systemtypisch auch Probleme. Die Opulenz wird nämlich ab und zu auf Kosten von Slowdowns erkauft. Stört aber meistens nicht so sehr. Die Musik ist natürlich wieder sehr fantastisch. Ich glaube, kein Mega Man Spiel dieser Ära hat auch nur mittelmäßigen Sound. Was taugt Mega Man 5 für den Game Boy also heute noch? Ganz ehrlich, so teuer das Spiel ist, desto geil ist es leider auch. In meinen Augen ist es der beste Teil der Serie, wobei ja der Vorgänger schon ein echt gutes Spiel ist. Der bessere Nutzung der P-Chip-Mechanik ist in Kombination mit der neuen Waffe einfach nur rund. Eine klare Empfehlung von mir aus, nur wie gesagt, ihr müsst da leider sehr tief in die Tasche greifen. Das war Test zu Mega Man 5 auf den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.